Hallo ihm, Sonntagnachmittag, Kaffeezeit und Zeit für Sailinger Zoo. Heute sind wir nochmal ein bisschen aktuell aufgrund des letzten Videos mit dem Starlink. Da gibt es doch noch die eine oder andere Frage, hätte ich gar nicht so erwartet, aber das werden wir heute beantworten. Und ganz brandaktuell neue Nachrichten leider zur Orca-Situation. Das ist gar nicht schön. Ja, kommen wir zu Anfang erstmal zur Starlink-Geschichte. Da werden wir jetzt drauf eingehen, aber wir suchen uns jetzt erstmal ein lauschiges Plätzchen, denn auch bei uns ist Kaffeezeit und jetzt gibt es erstmal schön Kaffee Belis und dann geht's los mit euren Fragen zu Starlink. So ihr Lieben, der Kaffee ist geordert und während wir darauf warten, kann ich ja schon mal loslegen mit ein paar Fragen. Das könnte jetzt ein bisschen wild durcheinander gehen. Ich lese das ab, was ihr so gefragt habt aufgrund des Videos, was wir hochgeladen haben. Und daraufhin werde ich noch mal ein paar Sachen erklären. Ich habe mir da mal ein bisschen ruhigeres Plätzchen gesucht. Ich habe gehört, dass man mich doch ziemlich schlecht versteht, wenn die spanischen Ladies neben uns da sich ihre Tagesgeschichten erzählen. So, kommen wir zurück zu Starlink. Also, die Frage war, funktioniert es auch weit draußen? Bevor wir das Starlink uns angeschafft haben, habe ich eine ganze Zeit lang Starlink bei YouTube gesucht und mir angeschaut, so wie ihr das vielleicht wahrscheinlich auch gemacht habt. Sonst wärt ihr ja wahrscheinlich auch nicht darauf gekommen. Dort war schon zu hören, dass diese normalen Optionen wie Reise und Mobil gegen die Geschäftsbedingungen von Starlink, da steht es anders drinne, auch weit draußen auf dem Meer funktionieren. Es hat auch einige gegeben, die sind einfach über den Atlantik gefahren, haben Starlink die ganze Zeit genutzt und das mit Streaming und allem drum und dran. Es hat einwandfrei funktioniert. Nach diesem Film, den ihr letzte Woche gesehen habt, hat sich bei uns Sailing Yacht Ronja gemeldet. Die haben das Starlink anscheinend auch schon längere Zeit und der Günther hat mir geschrieben, dass sie nach ungefähr einem Jahr eine Abmahnung von Starlink bekommen haben, dass das Starlink gegen die Geschäftsbedingungen auf hoher See genutzt wird und man in die maritimen Option wechseln müsse nach einem Jahr. Jetzt weiß ich nicht, wie oft die so weit draußen auf dem Meer rumgejuckt sind und das Starlink benutzt haben. Bei Starlink ist man nach meinem Wissen zeitlich nicht eingeschränkt oder begrenzt oder festgelegt mit dem Vertrag. Man kann von einem Monat auf dem anderen Starlink kündigen oder innerhalb der App in den Optionen hin und her springen. Wenn man da jetzt auf der sicheren Seite sein will und hat vor, über den Atlantik zu fahren und sagt, ich will diesem ganzen Gehacke im Vorfeld auseinandergehen, dann wechsle ich halt für einen Monat in diese maritime Option, dann zahle ich halt mal 280 Euro mit 50 GB inklusive und darüber musst du extra zahlen. Oder man fährt halt einmal rüber und dann drüben muss man sowieso dann gucken, wie man mit den Optionen weiterkommt, weil eigentlich gilt diese Option ja immer nur für den Kontinent, auf dem du es gekauft hast. Wenn ihr aber so unterwegs seid, wie wir das sind, immer an der Küste entlang, wir fahren ja relativ küstennah und sind meistens, oder wenn wir das Starlink nutzen, fast ausschließlich im Hafen. Da glaube ich nicht, dass da bei Starlink jemand vom Bildschirm sitzt und mit dem Millimetermaß guckt, da ist er noch im Wasser drin oder steht das Starlink auf dem Land. Da würde ich mal
mich weit aus dem Fenster hängen und würde sagen, das werden sie nicht machen. Obwohl, wenn wir draußen sind, wir das Starlink natürlich nutzen, aber Moni nutzt es halt um Nachrichten zu gucken oder sonst irgendwas. Also sprich ihre schriftlichen Nachrichten, E-Mails und so eine Sachen. Das würde ich aussetzen wollen und dann werden wir mal sehen, was Starlink macht. Ich glaube nicht, dass da was kommt. Zumindest nicht in dieser Variante, wie wir das machen, dass wir das zu 90% immer im Hafen benutzen. Dann war, glaube ich, noch die Frage, ob das beim Rollen auf hoher See auch funktioniert. Wir haben es ja, wie ihr letzte Woche gesehen habt, jetzt festgemacht. Es kann sich nicht mehr bewegen. Vorab waren wir, glaube ich, 3 Wochen mit der beweglichen Variante unterwegs. Und ich habe immer mal wieder hochgeschaut. Das Starlink legt sich irgendwie immer in eine Richtung fest, die auch relativ flach ist. Und bleibt da drauf. Auch wenn das Boot dreht. Es dreht jetzt nicht wirklich mit jeder Bootsbewegung, dass das Starlink das da oben ausgleicht. Nein, im Gegenteil. Also das bewegt sich irgendwann mal. Ich habe nie irgendwie selber eine Bewegung gesehen. Sondern wenn ich da mal hochgeguckt habe, hat es mal so gestanden oder mal so gestanden oder so. Aber grundsätzlich war die Richtung immer nach oben. Jetzt, wo wir es festgelegt haben, haben wir keinerlei Unterschiede in der Downloadrate oder so festgestellt. Überhaupt nichts. Und da wir den Stecker ja abgezogen haben, meckert das Starlink ja auch jetzt nicht, dass das nicht in der richtigen Richtung steht oder sonst irgendwas. Also wir können da wirklich keine Nachteile feststellen, dadurch, dass wir es festgelegt haben. Und nochmal, um auf das Rollen zurückzukommen, als wir vorgestern hierher gefahren sind, hatten wir mal so für 2 Stunden, da war es mal wirklich richtig rhythmisch. Ich habe nicht auf die Downloadrate geschaut. Ich habe die App nicht aufgemacht, um zu gucken. Bin in dem Moment vielleicht auch nicht drauf gekommen. Aber Moni hat die ganze Zeit über das Handy benutzt und hat nicht geklagt, dass sie nicht im Internet ist. Also, ich würde mal sagen, bei rollendem Schiff funktioniert es definitiv auch. So, dann hat Senjacht Ronja noch geschrieben und Ruth hat das auch gesagt, dass eben Starlink mitbekommt, dass die ihre Wohnwagen, wie Ruth so schön gesagt hat, übers Meer fahren. Da hat Senjacht Ronja, der Günther, noch nebenbei geschrieben, dass sie angedroht haben, ihn abzuschalten. Er hat wohl eine böse Mail dahin geschickt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Nachricht. Und letzten Endes macht Starlink günstige Angebote, um die Hardware zu verkaufen, um mehr Marktanteil zu bekommen. Und ich glaube nicht, dass sie euch so schnell einfach abschalten. Da wird man sicherlich Möglichkeiten haben, dagegen zu arbeiten und einfach in den Optionen hin und her zu springen mit dem Handy. Ronja sagt oder schreibt, sie schalten das Starlink jetzt ab, wenn sie auf hoher See sind. Wahrscheinlich werden sie es nur anschalten, wenn sie es mal kurz brauchen. Ich weiß es nicht. Also ich würde das mal aussitzen, aber ich denke mal, 90% von euch, die das hier gucken, werden sowieso selten über den Atlantik oder sonst irgendwas drüber wegfahren und so wie wir auch in der Küstennähe unterwegs sein. Da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken. Dann war noch die Frage mit dem Kabel. Wie habe ich das Kabel aus der Antenne bekommen? Also eigentlich, wenn ihr das geliefert bekommt, bin ich mir nicht ganz sicher, steckt das Kabel gar nicht in der Antenne drin. Das müsst ihr selber reinschieben. Wenn ich gewusst hätte, dass diese Frage kommt, hätte ich damals mehr aufgepasst. Aber ich glaube, ich habe es selber in die Antenne geschoben. Ihr könnt das Kabel aus diesem Antennenfuß einfach nach unten rausziehen. Wichtig ist nur, wenn ihr es hinterher reinsteckt, da ist oben so eine Rundung zu sehen. Die sollte auch wirklich am Rohr hinterher anliegen, weil da sind so 2 Gummidichtungen drumherum, die das Ganze gegen Feuchtigkeit schützen. Und wenn ihr das nicht richtig reinschiebt, dann könnte da Feuchtigkeit reinkommen, was mit Sicherheit bei Salzwasserluft nicht so gut ist. Wir haben es zusätzlich dann noch, als es da oben drin war, hinterher mit einem Klebeband umwickelt, damit es nicht von alleine rausfallen kann, weil bei uns das Kabel so nach unten wegläuft und dann durchs Eigengewicht und die Bewegung des Schiffes könnte es sich theoretisch selbst wieder rausjuckeln, was man ja nicht möchte.
Die Frage, wie man das durch den Geräteträger bekommt oder so, diese Frage steht uns auch noch bevor. Also das heißt, die Frage habe ich eigentlich für mich schon gelöst. Wenn ihr eine normale Borddurchlass braucht, um das Kabel ins Boot zu bekommen, dann würde ich genau diese Seite nehmen, wo die in der Antenne drin steckt, weil die hatten, wenn man das Kabel so ein bisschen anlegt, ich muss mal mein Handy wegtun wegen der Fragen, so ein bisschen anlegt, ist das eine relativ schlanke Geschichte. Dann hat das eine Diagonale von 2,3 oder 2,5 Zentimeter. Dafür gibt es noch ganz normale Borddurchlässe, die ihr benutzen könnt, um das Kabel in das Boot hineinzubekommen. Wenn ihr das so wie wir durch den Geräteträger bringen wollt, dann wird es schon eine schwierigere Geschichte, weil bei uns sind noch andere Kabel in den Rohren drin und da kommt dieser dicke 2,5 cm dicke Stecker garantiert nicht da unten an. Der wird irgendwo mittendrin stecken bleiben und wenn der sich dann auch noch so aufklappt, kriegst du den nicht mehr vor und zurück. Wir werden das Kabel, was im Moment einfach nur so auf der Padding liegt und so ein bisschen geschickt bis durch ein Fenster ins Boot hineingeht, werden das Kabel durchschneiden. Und zwar werden wir dann das in der Nähe des Routers machen, nicht draußen an der Antenne, ne, dass das möglichst trocken und wasserdicht ist. Da werden wir das Kabel durchschneiden mit RJ45-Steckern versehen hinterher, wenn wir das durch den Geräteträger gezogen haben. Und dann mit einer Kupplung, die auf beiden Seiten Stecker reinzustecken hat, wieder verbinden. Zeigen wir euch aber. Das ist ja hier unterwegs immer schwierig, diese RJ45-Stecker hätte ich an Bord, aber diese komische Kupplung zu kriegen, dazu brauchst du irgendeinen Computerladen oder sonst irgendwas schicken. So eine Sache dauert garantiert eine Woche oder länger und dann hängst du wegen so einem kleinen Teilchen so lange fest. Das funktioniert bei uns durch das Fenster, das ist unter der Spreehaut, das ist wasserdicht und wir legen es runter. Letzte Nacht war Gewitter, gar kein Problem. Und wenn wir dann das Kabel zerschneiden, durch den Geräteträger schieben, das werden wir euch definitiv zeigen. Das kommt auch im Video. So, die nächste Frage. Die nächste Frage geht darum, wie viel Strom braucht das Ding und geht es mit 220 Volt oder mit 12 Volt? Wenn der Router kommt, ist der auf 220 Volt. Wir haben nun genug Strom an Bord und wir werden da dran auch nichts ändern durch unsere Solarpaneele, die wir haben und den Inverter und so, macht das bei uns wenig aus. Der läuft 24/7 auf 220 Volt. Es gibt aber durchaus, und da müsst ihr dann wieder im YouTube gucken, Varianten, wo man das auf 12 Volt umbauen kann. Was, wenn ihr die Bewegung in der Antenne ausgeschaltet habt, auch relativ einfach ist, weil die Motoren, die in der Antenne sind, die laufen nämlich auf 48 Volt. Dann die Platine auf 12 Volt, die Motoren auf 48 Volt und der Router noch dazu, dann wird es wirklich kompliziert. Wir haben es ausgeschaltet, bei uns würde rein 12 Volt funktionieren und das würde ich euch dann auch empfehlen, falls ihr das Gehassel wirklich machen wollt, den Starlink umzubauen auf 12 Volt. Folgendes ist nötig, ihr braucht einen Netzteil dann, was diese 12 Volt erzeugt, was die zu der Antenne schickt und dann braucht ihr auch einen neuen Router und zwar der Router von Starlink, der lässt sich nicht so einfach umrüsten auf 12 Volt, sondern ihr müsst einen Router nehmen, der mit 12 Volt funktioniert. Das müsstet ihr umbauen und ihr müsstet sogar noch die Kabelbelegung im Kabel umändern. Da gibt es so spezielle Bezeichnungen dazu, das müsst ihr mir nachsehen. Das habe ich jetzt hier so im Stehen nicht im Kopf, weil Starlink nutzt eine etwas andere Kabelbelegung innerhalb des Steckers, als das normale Netzwerkkabel benutzt. Dafür gibt es eine Bezeichnung, müsst ihr euch selber einlesen. Ist mir viel zu viel Gehassel und wieder nochmal abgeklemmt und daran geklemmt und so. Ich bin bestimmt technikaffin, aber das ist mir dann doch, glaube ich, zu riskant und bei uns einfach nicht nötig. Aber um die Frage zu beantworten, der Starlink läuft, wenn ihr den bekommt und nichts dran macht, auf 220 Volt. So, dann nochmal die Frage, wie die Datenrate auf hoher See ist und wenn das Boot hin und her schwenkt. Da kommen wir ja nochmal auf das zurück, was wir gerade schon mal hatten. Aber ich habe es nur wirklich jetzt 3-4 Mal, wenn ich mal Zeit hatte, auf dem Boot drauf geguckt. Und das ist ähnlich wie hier an Land. Je nach Tageszeit oder so schwankt die Datenrate ziemlich stark. Das geht zwischen 50 Mbit und 250, 300 Mbit.
rauf und runter. Ich habe noch nicht so wirklich festgestellt, woran ich das festmachen kann, wann ist wie viel Datenrate nötig. Das ist mal 50, mal 300, auch wenn das Boot im Hafen liegt. Aber es ist immerhin noch so viel, dass wir jederzeit Fernsehen gucken können und das Internet nutzen können. Also für uns ist es wichtig, dass es funktioniert. Ob da jetzt nun 300 Mbit runterkommen oder 50 Mbit, solange bei uns alles läuft, alles easy und das tut es. So, und zum Schluss, abschließend zum Starlink, will ich mich da auch nicht mit fremden Federn schmücken. Der André hat ja geschrieben, ne, weil ich im letzten Video gesagt habe, bei mir funktionieren die meisten Dinge, technischen Dinge nicht. Das war jetzt kein Scherz. Alles, was so mit Computer zu tun hat oder mit irgendwie Computer, irgendwie funktioniert das bei mir immer nicht. Ganz selten, wenn ich euch meinen Kumpel vorstellen würde, René, der bei mir immer die ganzen Computergeschichten gemacht hat, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, normalerweise müsste die Industrie alles Computertechnische, was sie neu auf den Markt bringen, zu mir geben. Und wenn es bei mir funktioniert, funktioniert es auf der ganzen Welt. Ich schwöre euch, bei mir funktioniert zu 99% so ein Kram, so Plug-and-Play-Kram irgendwie immer nie. Echt, ich weiß nicht genau. Moni? Kann ich bestätigen. Bei uns funktioniert es nie, bei anderen geht es immer und wir haben immer das Problem, wo ich sage, wieso geht es bei anderen und nicht bei uns? Nerv. Siehste. Aber dieses Mal mit Starlink war es tatsächlich so, wir haben es wirklich nur diese zwei Stecker reingesteckt. Mal ganz ehrlich, viel falsch machen kannst du ja da wirklich nicht. Zwei Stecker in den Router stecken und das eine Ende in die Antenne, das andere in die Steckdose. Du kannst es auch nicht vertauschen. War wirklich so. Ansonsten, da gab es noch eine Mail wegen der Raffinesse und all so einen Geschichten. Da will ich mich auch nicht. Ich habe das halt genau so wie ihr im YouTube recherchiert. Das mit diesem Lochbohren. Da habe ich 2-3 Videos gesehen. Die haben allerdings den Stecker darunter nie so wirklich richtig getroffen. Und da habe ich für mich dann halt nochmal gesagt, okay, das hätte noch so einen Zentimeter weiter unten und einen Zentimeter weiter rechts sein können. Und so bin ich auf meine Daten gekommen, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, und ihr habt ja gesehen, es war wirklich genau über dem Stecker. Ihr dürft auch nicht zu weit runterkommen, weil wenn ihr denn später wie wir da mal einen Schalter reinmachen wollt, muss noch ein bisschen Kabel sein, dass ihr dann durchschneiden könnt, um den Schalter dazwischen zu machen. So, das soll es mit Starlink gewesen sein. Mehr habe ich hier jetzt nicht von euch bekommen, also nichts, was antwortwürdig wäre. Und jetzt machen wir weiter mit einem ganz aktuellen Thema, was leider, wo wir eigentlich gedacht haben, wir werden da nicht mehr drüber reden, aber die Orca-Situation hat sich, wie wir finden, für euch wirklich deutlich verschlechtert. Ja. Was wir damit meinen ist, es gibt Neuigkeiten an der Orca-Front und die, wie wir denken, sind für euch ziemlich wichtig. Wir zeigen euch jetzt mal anhand der Karten von Orca Iberica, wie es eigentlich bislang immer so gewesen ist und was jetzt neu passiert ist. Schauen wir mal rein. Ja, dann schauen wir mal zusammen auf die Karte von Orca Iberica. Normalerweise ist es ja im Frühjahr so, dass hier alle Orcas direkt vor der Straße von Gibraltar sich rumtreiben und sich dann mit der Zeit langsam auf den Weg Richtung Norden machen in die Biskaya mit den Thunfischen. Die aktuelle Karte jetzt vom Juli zeigt, dass die Orcas sicherlich auf dem Weg nach oben in die Biskaya sind. Aber der Großteil tobt anscheinend immer noch direkt vor der Straße von Gibraltar rum. Okay, dann zoomen wir jetzt gleich mal in den Bereich der Straße von Gibraltar davor und landen hier im Lieblingsgebiet dieses Jahr der Orcas vor Barbate. Hier ist ja auch vor kurzem der Schweizer Kollege mitten reingefahren. Was für ein Tausendsasser und das auch noch in der Nacht. Das muss man sich mal trauen. So, in Richtung der Straße selber ist es ziemlich ruhig im Moment. Aber das, was wirklich beunruhigend ist, ist diese Entwicklung hier. Schaut euch das an. Im Juli 4 Attacken zwischen der Straße von Gibraltar bis hoch nach Marbella. Das ist das Gebiet und der Bereich, wo die ganze Geschichte mit den Orcas mal gestartet ist. Und jetzt sind sie wieder zurück
mitten im Juli. Was soll das noch werden? Und das ist das, was wir euch dringend zeigen wollen. Dass bislang, so wie es bei uns war, die Straße von Gibraltar die rettende Ziellinie war, ist vorbei. Also, wer sich auf den Weg macht, hier ins Mittelmeer und außenrum fährt, rechnet damit. Tja, ist doch kaum zu glauben. Ne? Man könnte fast meinen, die stehen da unten und sind jetzt um die Ecke und sagen, komm her. Katastrophe. Aber wie gesagt, heißt es so schön, sie beißen nicht, sie wollen nur spielen. We'll be right back.